Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires. Hallo zusammen. Ja, wir sind immer noch traurig über unseren Verlust von Fridolin Es ist auch erst vor kurzem passiert. und Herbert, ja. Ja, da muss man schon. Es liegt noch schwer auf uns. Es braucht Zeit, so etwas zu verarbeiten. Ja. Aber wir gehen weiter. Wir Ja, reiten weiter in die Welt. das Leben geht weiter. Das Leben darf weiter. Man Für darf nicht die stehen beiden bleiben. nicht, Nein, aber. die beiden nicht, nein. Aber für den Rest schon. Die Welt Für dreht den sich. Gegner jetzt dann bald auch nicht mehr, keine Ja, Angst. genau. So, sollen wir wieder, kommt mal näher. Ja, wir rücken wieder vor. Die verlorenen Positionen holen wir wieder. What Genau. the? Wo warst du denn? Ach, da ist ja auch noch Du einer. bist aber sehr schön geflüchtet, Ja, hä? der wollte nicht nach vorne. Das ist schon okay. Bogenschützen. Ich habe dort einen ganz schönen Wald gesehen. Guck mal den Baum an. Ich muss ihn mal untersuchen. Alles klar. Ja, unsere Truppen, die waren schon immer episch tapfer. Das waren sie. Oh ja, stimmt, da hat's Ecken. Das ist auch immer so eine lustige Sache, so Ecken. Okay, jetzt haben sie es Ah, irgendwie geschafft, aber Ecken. Ja, ja. ich weiß jetzt, was du In meinst. der Ja. letzten Mission, da hast du, ja, ich hab's dir ja noch gezeigt, wir sind da so um den Berg herumgelaufen, zum Ja. Tempel, musste man sich durchkämpfen und ich hatte halt 7 Reiter. Und wenn du sie nicht ganz genau führst, dann kommen nur 3 an und du fragst dich, wo sind die restlichen 4? Die sind irgendwo an einer Ecke stecken geblieben. So, na. Oh nein. Ja. Genau so. Stimmt, wo sind eigentlich unsere versprochenen Verbündeten? Nur Ja, so. irgendwo müssten die doch sein. Nur so als Frage. Komm, die sind doch sicher gleich um die Ecke. Vermutlich. Und stehen dort rum. So, dort einfach ein Priester. So, nein! Wieso nicht früher? Da hätte es Wieso nicht Fridolin früher? retten können. Hättest du uns entgegenkommen können, ja. Echt jetzt? Sag doch einfach, du gehst Bären sammeln und dann läufst du über. Ist doch kein Problem. Ja, Ah ja, das ist auch schon fast kaputt. Ah ja, stimmt. Geht ja auch schneller. ja, geht schneller. Munkelt man. Aber ja, auch zu den Schlachten. Sie müssen nicht alle Schlachten schlagen. Nein, nein, kein Problem. Nur Nö. wenn du Lust hast. Nö, nö. Das. Aha, Es ja, war. vielleicht hätten wir. Nein. Vielleicht hätten wir den. Also einfach zum Schiff, wo auch immer es ist, durchreiten können. Oder wir hätten sie irgendwie da in so eine, in diese Schleife locken können. Weißt du, da so rechts. Ach so, da Das und. ist also hochlockst zum Beispiel, Ja. ja. Aber. So. Ihr mich auch, habt dort Spaß. So, da unten passiert nichts, alles klar. Da hinten ist noch ein Turm. Vielleicht kann man den schon mal bearbeiten. Ah, da unten hat es noch mehr. Ja gut, 4 Es gegen gibt. 1 mit Höhenvorteil und er schießt. Ah, er hat sogar einmal zurückgeschossen, alles klar. Oh, schade. Heftig. Oh je. Das nehme ich jetzt mal so halbwegs hin. Ist das Katapult da unten weg? Ja, wir haben es weggehauen. Also mein Kurzzeitgedächtnis ist super im Moment. Es ist eigentlich Alles schon klar. Langzeit, aber ja. Oh, nicht so schlimm. Schießt ja nicht zurück, gut. Das finde ich auch super. Sie schießen weiter, als dass sie sehen können. Ja klar. Ich meine, riechen können, versteht sich. Aber. Ja, komm, das vielleicht sind sie kurzsichtig. Aber Ja. schießen können sie. Ja, gut, Schießen können. sobald sich das Ziel bewegt. Ja, dann weiß man ungefähr, wo es ist, ja. Wir haben es ja auch schon erlebt, ne? Wenn, Genau. wenn die Gegner laufen, dann trifft man gar nichts mehr. Oh, so ist es. Eieiei. Habe ich? Ja, ich habe. Ja. Können trotzdem schneller schießen. Ja, wer wird wohl schneller sein? Wer wird wohl schneller sein? Mmh.
Es bleibt spannend. Er könnte wetten, also jetzt könnte er noch wetten. Ja, es ist wie Pferderennen. Nur mit höheren Einsätzen. Ja. Genau, genau. Was sagst du, Prof? Ich tippe auf die beiden Reiter, oder? Auf die Reiter. Gut, aus damit du ein Gegenwetter hast, sage ich dir, okay, die Bogenschützen. Warte mal. Ich habe das so ein Gefühl. Ja. Okay, ich sehe. Okay, ihr habt jetzt einfach so eine 3 Sekunden. Verdammt! Ja, das war irgendwie klar. Alles klar, okay, gut. Ah, das könnte auch in Normalzeit. Ich will da vorsichtig sein. Oh, Mauern. Wow. Sind Mauern etwa Verbündete? Hinter den Mauern. Das wäre auch lustig. Ich habe da so ein Gefühl. Könnte sein. Ist genial, wie wir gewisse Kämpfe meiden. Mhm. Ja, so. Vor allem, es wäre nicht die ganze Truppe darunter gelaufen, damit wir, wenn wir die Mauer jetzt angreifen. Oh nein. Gar nicht. Das machen wir wirklich sehr geschickt. Wir müssen auch chirurgisch die Ziele herauspicken. Ich glaube, man kann die Kavallerie holen von hinten. Ja, ich glaube, wir können alles mal holen. 3. Ich glaube, ihr brecht schon fast schneller durch. Naja. Habe ich das dumpfe Gefühl? Kommt. Machen wir auch ein Wettrennen. Los. Es braucht euch. Sie bleiben nicht stecken bis jetzt. Interessant. Nicht schlecht. Wegfindung wächst. Sie verbessert sich. Alles klar, okay. Ja, genau, jetzt schreien sie wieder Erectus. Ja, gut. Zwar. Ja, okay, nee, das sind entweder Bogenschützen mit langen Haaren oder es sind tatsächlich mal weibliche Charaktere in dem Spiel. Oh. Ah, okay. Das können natürlich einfach Männer mit langen Haaren sein. Das können ich denke, es sind eher Männer mit langen Haaren, so von der Statur her. Wenn du das, Bild anschaust, das kleine. Das sind schon Männer. Oh. Meinst du? Ja, ist schwierig. Ja? Also das Spiel lässt uns Freiheiten. Wir können uns selber entscheiden, was wir jetzt da drin sehen wollen. Sehr geschickt. So, ja, man kann natürlich auch die ganze Mauer gleichzeitig. Ja, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, dann bleibt niemand stecken, wenn wir so einen kleinen Durchgang haben, ist auch blöd. Ja, stimmt, es bleibt wirklich gar nicht so schlecht. Ich meine, etwas Besseres haben wir nicht zu tun. Also, ja. Truppen haben nichts Besseres zu tun. Doch, doch. Sie könnten rumstehen. Ja, stimmt. So wie die da. Ja. Yay. Juhu. Haut mit deinen Schwertern auf die Mauer ein. Oh, interessant. Wow, echt doch interessant. Okay. Wie es so wegbröckelt. Ja. Ja. Das ist schon auch lustig. Stein für Stein abtragen, ja? Ha! Cool. Guck mal, sie schießen weiter. Gut. Also auf das nächste Stück. Das ist aber cool. Richtig. Weg mit der Mauer. Genau. Für alle Mal. Weg. Für Fridolin. Fridolin. Und Herbert. Rache an der Mauer. Genau. Kannst du mal schauen. Aha, nee, du siehst ja fast nichts. Ja, guck, stimmt. Mal, er kann von hinten schon mithelfen. Ihr könnt mal weiterschauen. Ihr könnt losgehen, genau. Das sind doch Verbündete. Oh. Ah, schau mal, deine Verbündeten. Sind da auch Leute an Bord? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Was hast du denn gedacht? Vielleicht sollten wir doch uns überlegen, ob wir nicht rüberschießen wollen. Warte mal.
Ganz kurz, nur zum Schauen. Ja, wir können es versuchen. Vielleicht finden wir ja noch jemanden. Ah! Ja! Guten Morgen! Hallo zusammen! Ja, jetzt können wir schon rüberschießen. Ja, ich glaube, jetzt können wir. Den Rest können wir doch mit Kopf durch die Wand machen, meinst du nicht? Kopf durch die Wand. Weil wir das sonst nie machen, komm. Ist doch gar nicht so elegant. Ach was. Warte mal, haben wir schon alle Katapulte weggehauen? Dort. Ich glaube, eins steht noch. Dann hauen wir schnell das Katapult von der Seite, also von hier aus. Okay. Und dann können wir den Rest schon elegant erledigen. Weißt du, mit Reiter und dann zurückziehen und so. Okay, ja, was du willst. Was du willst. Wie du lustig bist, alles klar. Naja, also ich meine, wenn wir schon die Option haben mit den Priestern, ne, dann können wir schon das auch ein wenig eleganter lösen. Jetzt haben wir viele Möglichkeiten. Ja. Mit den Priestern ist so viel besser. Naja, ich weiß. Ich weiß. So. The last Katapult. Wo ist... Ich meinte, da ist eins. Ja, da ist eins. Ja, jetzt können wir ja eigentlich, jetzt ist uns echt egal. Ja, also die Bogenschützen können dir relativ egal sein, das ist so. Wir können dann einfach zurückkehren und geheilt werden. Alles kein Problem. Haha. Yep, alles kein Problem. Ja, vielleicht du kannst gleich wirklich einfach mit all deinen Reitern da drüber gehen. Ja. Nice. Mhm. Schönes. Machen wir so. Hol die Priester zu den Reitern mal. Ihr schießt mal noch den Spasti weg. Genau. Und wenn wir Glück haben, können wir können auch von unten kommen, das ist kein Problem. Ja, jetzt ist gar nichts mehr ein Problem. Nein, wir haben ja haben gewonnen. Haben wir, ja. Ernsthaft? Ja. Wollt ihr mich veräppeln? Leute? Nein. Also ich meine, okay, ja, es hat ja jetzt nicht so stark gestört, aber... Ja, war schon ein bisschen traurig. Es ging ja auch besser. Meine ich zumindest. Alles klar. Ich glaube, jetzt hast du nicht mehr so viele Ziele von dort aus. Nee, jetzt müssen wir... landen. Haben wir, warte mal, was haben wir alles drauf? Schwertkämpfer und Reiter. Ja. Ja, das ist nicht so... Also, Schwertkämpfer will ich nicht dabei haben. Genau. Was? Oh, du Popo. Oh, wow. Du Drecksvieh. Warte mal, er kommt da runter, genau. Kommen die Priester eh mit. Und wir. Die Katapulte vielleicht? Für die Türme meinst du? Ja. Ja, wäre auch noch was. Sag mal, hat's da noch einen Turm? Oder können wir landen? Ich glaube, man kann landen. Alles klar. Super. Ihr seid am Heilen? Ja. Super. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Sehr gut. Auf was werden wir wohl stoßen? Was werden wir wohl sehen?
Man weiß es nicht. Ein Gegner, würde ich sagen. Gegner, meinst du? Nein. Nee. Nein, das wäre viel zu offensichtlich. Viel zu offensichtlich. Ja, genau. Alles klar. Hallo, guten Morgen, wir gehen wieder. Tschüss. Schönen Tag noch. Mama. Gefällt mir nicht. Ja, Aber das war könnten nicht Sie so vielleicht mit schön. einem Katapult von da aus den Turm weghauen? Du kannst auch die Einheiten einfach weglocken. Können wir auch, ja. Hier Aber ja, heilen. geht vielleicht auch. Du, Folge schon wieder zu Ende. Schon wieder zu Ende. Na gut, kann man nichts machen. Aber ja, Leute, wir sind schon fast fertig. Und ihr wisst es ja von mir, wenn ich sage, wir sind schon fast fertig, dann dauert es nur noch knapp eine Stunde. Ja. Ja, also, falls ihr sehen wollt, wie wir den letzten Widerstand der Shikoku, die den Geldbeutel unseres Gesandten geklaut haben, Genau. bestrafen, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein. Also, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss, ciao. Bis dann.